Und ja, vieles bleibt noch aufzuklären. Und vielleicht hat auch der Täter alleine gehandelt. Aber er wird getragen von einem System der Hetze, des Chauvinismus und des Rechtsextremismus. Und die AfD ist Teil dieses Systems. Meine Damen und Herren, als ich 2002 in dieses Parlament gewählt wurde, hätte ich mir nicht vorstellen können, dass in diesem Parlament Abgeordnete sitzen, die widerliche Kommentare über die Opfer von Anschlägen verbreiten. Und diese Abgeordneten sitzen mitten in den Reihen der AfD. Und ich muss Ihnen sagen, Kollege Gauland, Sie behaupten, Sie würden jüdisches Leben in Deutschland willkommen heißen. Solange Sie darüber denken und es aussprechen, dass der Nationalsozialismus ein Vogelschiss in der deutschen Geschichte war, werden Menschen jüdischen Glaubens sich nicht hier heimisch fühlen, und Sie treiben diese Hetze an. Deswegen will ich sagen, was hier vor fast 100 Jahren gesagt werden musste, muss auch heute gesagt werden. Da steht der Feind, und darüber ist kein Zweifel. Dieser Feind steht rechts, meine Damen und Herren.